Herzlich willkommen zu diesem zweiten Video zur Geschichte der Industrialisierung der Schweiz, in welchem die Ereignisse seit 1850 thematisiert werden. In dieser Zeit verändert sich die Wirtschaft so, wie wir sie heute kennen. Die meisten heute bedeutsamen Großunternehmen nehmen in der Zeit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ihren Anfang. Zuerst müssen wir uns aber den staatlichen Einfluss anschauen, der nicht unwesentlich zu dieser Entwicklung beigetragen hat. Anschließend gehen wir besonders auf die einzelnen Wirtschaftszweige ein. Wie du sicherlich weißt, entstand 1848 der moderne Schweizer Bundesstaat. Mit ihm wurden die Binnenzölle an den Kantonsgrenzen, welche vorher den Handel stark behinderten, abgeschafft. 1850 wurde das Münzchaos beseitigt. Waren vorher über 800 verschiedene Münzen auf dem Gebiet der kleinen Schweiz im Umlauf, wurde jetzt einzig der Schweizer Franken zum gültigen Zahlungsmittel erklärt. Und so sah die erste gedruckte Serie aus. Wenn dir die Rückseite der Münzen bekannt vorkommt, dann liegst du absolut richtig. Abgesehen vom Jahr der Prägung hat sich nämlich, im Gegensatz zur Vorderseite, bis heute nichts geändert. Neben dem einheitlichen Münzwesen wurden auch einheitliche Maße und Gewichte eingeführt, sowie das Postwesen vereinheitlicht. All diese Reformen förderten und beschleunigten die Industrialisierung der Schweiz. Um den Handel mit den europäischen Mächten zu stärken, schloss der Schweizer Bundesstaat verschiedene Handelsverträge ab 1855 mit Großbritannien, 10 Jahre später mit Frankreich, 1869 mit Österreich, Ungarn und Italien und 1870 mit dem Deutschen Zollverein. Ein geeintes Deutschland gab es damals ja nicht, das entstand erst 1871. Außerdem trat die Schweiz 1865 dem Lateinischen Münzbund bei. Bei diesem wurde das Silbergehalt der Münzel festgeschrieben, womit die Währungen leichter konvertierbar sein sollten. Die Schweiz war also quasi beim Euro vor dem Euro dabei. Alle diese Verträge führten dazu, dass sich der Handel zwischen der Schweiz und den europäischen Großmächten intensiviert. Die bis 1850 industrialisierte Textilindustrie beeinflusste zuerst die Maschinenindustrie. Dies lässt sich am Beispiel der 1805 gegründeten Escher Wies & Company anschaulich zeigen. Die Firma war ursprünglich eine Spinnerei. Zur Reparatur ihrer Maschinen heuerte sie Techniker an, welche bald nicht nur Maschinen reparierten, sondern eigene herstellten. Anfangs waren das noch Textilmaschinen, später aber auch Wasserräder, Dampfmaschinen oder dieses hier, Turbinen, welche für die Stromproduktion verwendet wurden. Damit wandelte sich die Firma von einer Spinnerei zu einer Maschinen- und Elektroproduzentin. Während für Escher Wies & Company die Maschinensparte immer lukrativer wurde, lohnte sich das Spinnen weniger und weniger und wurde deswegen 1860 ganz eingestellt. Die Eisenbahn ließ die Nachfrage nach Dampfmaschinen geradezu explodieren und Escher Wies & Company weiter wachsen. Wie überall in der Schweizer Textilindustrie wurden anfangs Maschinen aus Frankreich oder Großbritannien importiert und nachgebaut. Später wurden auch eigene Maschinen produziert. Besonders erfolgreich wurde dabei Caspar Honecker aus Rüti. Er konstruierte nämlich in den 1840er Jahren das hier, den sogenannten Honecker-Webstuhl. Mit diesem konnte man sogar Seide weben. Und für diese Erfindung erhielt er 1867 an der Pariser Weltausstellung gar die Silbermedaille. Neu war, dass die Maschinen- und Elektrofirmen in der Nähe von Städten entstanden. Diese wuchsen deswegen beachtlich, wie diese Beispiele hier zeigen. Zürich als Beispiel, auch dank der Eingemeindung 1893, wuchs von etwa 17.000 Einwohnern 1850 auf über 150.000 um 1900. Basel als zweites Beispiel vergrößerte sich von etwas mehr als 27.000 Einwohnern auf knapp 110.000 Einwohner in der gleichen Zeitspanne. Auch Kleinstädte wie Biel beispielsweise, das 1850 noch wenige tausend Einwohner zählte, wurde bis 1900 mit über 22.000 Einwohnern zu einer veritablen Stadt. Kommen wir zur Eisenbahn. Um 1850 umfasste das Eisenbahnnetz Großbritanniens 10.500 Kilometer. Das Gebiet des späteren Deutschen Reiches hatte auf 5.850 Kilometern Schienen verlegt. Frankreichs Eisenbahn befuhr 3.000 Kilometer und diejenige von Italien immerhin 620 Kilometer. Ratet einmal, wie viel Schienenkilometer die Schweiz 1850 hatte. Nicht schlecht. Die Schweiz hatte gerade einmal 25 Kilometer Schienen. Das war die Verbindung Zürich-Baden und der Anschluss Basels an das französische Eisenbahnnetz. Nun, wie sollte dieser Rückstand aufgeholt werden? Sollte die Schweiz auf private Bahnen setzen oder eine Staatsbahn gründen? Sie setzte auf Ersteres und in den 1870er Jahren entstand ein ziemlich umfangreiches Eisenbahnnetz, sodass 1880 insgesamt 2439 Kilometer Schienen oder 100 Mal so viel wie 1850 verlegt war.
Dominierend waren dabei vier große Bahngesellschaften: die Vereinigte Schweizer Bahn, welche vor allem in der Ostschweiz fuhr, die Jura-Simplon-Bahn, welche vor allem die Romandie abdeckte, die Schweizerische Nordostbahn, welche im nördlichen Mittelland die Vereinigte Schweizer Bahn konkurrierte, und die Schweizerische Zentralbahn, welche das Dreieck Basel-Bern-Luzern befuhr. Treibende Kraft hinter der Schweizerischen Nordostbahn war übrigens dieser Herr hier. Alfred Escher. Er spielt für die Industrialisierung der Schweiz eine zentrale Rolle und wird deswegen in diesem Video immer wieder auftauchen. In den 1860er und 1870er Jahren gab es für die Schweizer Eisenbahn ein weiteres Problem. Auf der Nord-Süd-Linie, also besonders der Verbindung der deutschen Staaten bzw. ab 1871 dem Deutschen Reich mit dem Königreich Italien, bestand die Gefahr, dass die Schweiz schlicht umfahren wurde. 1871 stellte Frankreich den Mont-Cenis-Tunnel fertig und bereits vier Jahre früher ermöglichte die Brennerbahn eine Reise über Österreich-Ungarn nach Italien. Die Schweiz musste reagieren, wollte sie nicht den Anschluss verlieren und begann deswegen 1872 mit dem Bau des Mammutprojekts Gotthardtunnel. Dafür wurde übrigens auch das Know-how der 1855 gegründeten Polytechnischen Hochschule genutzt. Geldgeber für dieses erst 1882 fertiggestellte Projekt waren übrigens das Königreich Italien, das Deutsche Reich, der Schweizer Staat und natürlich zahlreiche Banken. Präsident und treibende Kraft der Gotthard-Gesellschaft war übrigens jemand, den ihr bereits kennt. Er hier, Alfred Escher, der Chef der Nordostbahn. Ungefähr gleichzeitig mit dem Bau des Gotthardtunnels gerieten die vier großen Schweizer Bahngesellschaften in arge finanzielle Schwierigkeiten und benötigten zum Teil gar staatliche Hilfe. Es kam 1898 zu einer Volksabstimmung, ob man die alte Frage nach Privatbahn oder staatlicher Bahn nicht anders regeln möchte. Die Mehrheit der Bevölkerung sprach sich da für eine staatliche Bahn aus und so wurden anfangs des 20. Jahrhunderts die vier großen Privatbahnen verstaatlicht, wo es entstand die Schweizerische Bundesbahn oder kurz die SBB. Basel war bereits bei der Industrialisierung der Textilbranche ein Zentrum der Seidenverarbeitung. Wer Seide verarbeiten möchte, der muss ja auch färben. Und aus diesem Prozess des Färbens entwickelte sich die chemische Industrie, welche in der Schweiz heute noch das Zentrum in Basel hat. 1859 fing der aus Lyon eingewanderte Clavel in Basel an, Farbstoffe zu produzieren. Nach mehreren Besitzerwechseln wurde seine Firma 1884 zur Gesellschaft für chemische Industrie Basel oder kurz zur SIBA umbenannt. 1864 gründete der Drogeristensohn Jean-Rudolf Geigy das nach ihm benannte Unternehmen. SIBA und Geigy kooperierten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und produzierten und exportierten immer mehr Farbstoffe. 1889 umfasste der Export bereits Farbstoffe im Umfang von 30 Millionen Schweizer Franken. Im 20. Jahrhundert fusionierten SIBA und Geigy gar. 1886 gründete der Chemiker Alfred Kern und der Kaufmann Eduard Sandow gemeinsam das Unternehmen Sandow. Auch dieses produzierte anfangs Farbstoffe, diversifizierte im 20. Jahrhundert aber das Angebot und stellte neu auch Parfüm, Kosmetikartikel, Pestizide und natürlich Pharmaprodukte her. Für ihr Pestizid DDT erhielt der Schweizer Chemiker Paul Hermann Müller 1948 sogar den Nobelpreis. 1996 fusionierten SIBA Geigy und Sandow und nannten sich neu Novartis, eines der größten Pharmaunternehmen der Welt. Henri Nestlé, aus Frankfurt in die Schweiz eingewandert, produzierte ab 1867 Milchpulver in Vevey. Milchpulver war gedacht als günstiger, aber sättigender Milchersatz für Arbeiter und mit diesem Produkt war er auch sehr erfolgreich. So verkaufte er bereits 1875 1,1 Millionen Packungen. Außergewöhnlich an der Firma Nestlé war, dass sie sehr schnell weitere Unternehmen übernahm. Bis 1888 waren es 13 an der Zahl und vor allem international tätig wurde. Bereits Mitte der 1870er Jahre war sie in 20 Ländern aktiv und noch heute produziert der Weltkonzern in 86 Ländern und generiert damit einen dreistelligen Milliardenumsatz. Davon entfällt aber nur noch ein Bruchteil. 2007 waren es nur noch 1,5% auf ihren Umsatz der Schweiz. Wer heute an die Schweiz denkt, der denkt sicherlich auch an Schokolade. 1819 produzierte die Firma Gaie erstmal Schokolade in der Schweiz. 1826, 1845 und 1852 folgten Süchard in Neuenburg, Sprüngli in Zürich und Maestrani in St. Gallen. Besonders erzählenswert aber ist die Geschichte von Lindt. Ihr Gründer, Johann Rudolf Lindt, habe angeblich einmal übers Wochenende vergessen, die Rührmaschine abzustellen. Die Kakaomasse wurde deswegen zwei Tage lang gerührt und als er am Montag wieder in die Produktionshalle trat, fand er eine sämige Masse vor. So sei angeblich die zart schmelzende Schokolade entstanden. Historisch gesichert ist,
dass in den 1870er Jahren sowohl die Milchschokolade als auch die bereits erwähnte zart schmelzende Schokolade entstand, wofür die Schweiz ab den 1880er Jahren weltbekannt wurde. Wer heute an den Schweizer Bankensektor denkt, denkt sicherlich auch an die beiden Großbanken Credit Suisse und UBS. Blickt man zurück, dann muss man festhalten, dass bereits vor der Industrialisierung zum Beispiel Genf eines der größten Finanzzentren der Welt war. Der Finanzminister Frankreichs vor der Revolution, Jacques Necker, war beispielsweise ein Genfer. Aber auch Zürich und Basel, um es mit dem Wirtschaftshistoriker Jean-François Berger zu sagen, erstickten geradezu in Geld. Erst aber ab ca. 1820 investierten die damaligen Banken in die Industrialisierung, die benötigte dringend neues Geld. Gerade die Eisenbahn verschlang Umsummen. Um ihre Finanzierung sicherzustellen, wurde 1856 die Schweizerische Kreditanstalt, die Vorläuferin der heutigen Credit Suisse, als Aktiengesellschaft gegründet. Mit ihr und anderen Banken wurde Zürich zu einem modernen Finanzplatz. Präsident der Schweizerischen Kreditanstalt war übrigens niemand anders als er, Alfred Escher, Chef der Nordostbahn und Präsident der Gotthard-Gesellschaft. Neben den Banken entstanden auch verschiedene Versicherungen, zum Beispiel die 1863 gegründete Schweizerische Rückversicherungsgesellschaft, die heutige Swiss Re. 1861, also zwei Jahre vor der Gründung, kam es in Glarus zu einer Brandkatastrophe, welche den fehlenden Versicherungsschutz aufzeigte. Deswegen wurde die Schweizerische Rückversicherungsgesellschaft gegründet. Beteiligt waren daran die Helvetia, welche bereits Erfahrung im Versicherungsgeschäft hatte, die Basler Handelsbank und die Schweizerische Kreditanstalt, dessen Präsident ihr ja bereits kennt. Gewöhnlich endet die Geschichte der Schweizer Industrialisierung an diesem Punkt. Aber wer auf die Liste der aktuell größten Unternehmen in der Schweiz schaut, der sieht, dass die Plätze 1 bis 5 von Handelsfirmen belegt werden. Und das ist kein Zufall. Heute läuft ca. 20% des weltweiten Rohstoffhandels, der mit der gesteigerten Nachfrage nach Rohstoffen durch die Industrialisierung begann, über die Schweiz. Nicht, dass diese Rohstoffe in physischer Form in die Schweiz transportiert würden. Vielmehr wird der Transport von Land A ins Land B von einem in der Schweiz beheimateten Unternehmen organisiert und durchgeführt. Dies nennt man Transithandel und dieser wurde in der Forschung lange vernachlässigt. Erst 2019 veröffentlichte die Historikerin Lea Haller die erste umfangreiche Monographie zu diesem Thema. Darin zeigt sie, dass ca. in der Mitte des 19. Jahrhunderts der Aufstieg des Schweizer Transithandels begann. Firma wie Sieber und Brennwald mit Sitz im japanischen Yokohama, welche mit Reis und vor allem Seide handelten, oder die Gebrüder Volkert, welche 1851 in Winterthur und im indischen Bombay, dem heutigen Mumbai, ihre ersten Filialen eröffneten. Gerade an der Firmengeschichte der Gebrüder Volkert sieht man exemplarisch den Aufstieg der Schweizer Transithändler. Die Firma versorgte weite Teile Europas mit indischer Baumwolle und erlangte dabei in Indien eine führende Stellung. Deswegen eröffnete sie bis in die Zwischenkriegszeit Zweigstellen und Tochterfirmen in Madras, in Colombo, in Karachi, in Osaka, in London, in Bremen und New York. Die Firma zählte deswegen bereits in der Zwischenkriegszeit und in internationalen Schwergewichten. Zwar fehlen für sie wie für die gesamte Branche offizielle Zahlen, die Branche war und ist noch diskreter als Schweizer Banker, aber eine Schätzung geht in der Zwischenkriegszeit von einem Umsatz aus, welcher demjenigen des Schweizer Bankensektors entsprach. 1955 schätzt der Schweizer Ökonom Emil Gsell den Umsatz der Schweizer Transithändler auf ca. 5 Milliarden Schweizer Franken, was dem gesamten Industrieexport der Schweiz des Jahres entsprach. Gemäß Schätzung der Schweizer Nationalbank hat sich der Umsatz weiter erhöht und 2010 überholte der Gewinn der Transithändler gar den Profit des Bankensektors. Für die 5 größten heutigen Rohstoffhändler zusammengerechnet kommt auf einem Umsatz gemäß Zahlen nach Wikipedia auf 740 Milliarden Schweizer Franken, was bereits über dem BIP der gesamten Schweiz liegt. Standorte dieser Rohstoffgiganten waren und sind übrigens die drei Städte Genf, Lugano und Zug.